Das alte Land in Niedersachsen. Ein Jahr voller Herausforderungen für die Menschen, die hier leben. Heike wagt neue Wege im Gemüseanbau mit Mozart. Nee. Es ist nicht alles nur spooky, was ich hier mache. Wilhelm schickt seine Rinder auf Erholungsreise. Sie gehen auf eine Insel, können Sie Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe gucken. Carola bringt frischen Wind in den elterlichen Obsthof. Wir sind wirklich erst sicher, wenn die Kirsche gepflückt ist. Und Jan will aus einem historischen Schiff eine moderne Veranstaltungsbühne machen. 1, 2, hey. So, hörst du da was auf dem Lautsprecher? 1, 2, 1, 2, immer noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich verstehe es nicht. Das alte Land in Niedersachsen liegt südlich der Elbe vor den Toren Hamburgs. Es ist ein einzigartiger Landstrich. Es ist das größte Obstanbaugebiet Nordeuropas. Im Frühjahr zur Blüte kommen alljährlich über 1 Million Touristen aus aller Welt hierher. Zwischen Obstplantagen und romantischen Fachwerkhäusern gibt's übers Jahr noch viel mehr zu entdecken. Borstel im alten Land. Ende April auf einem der vielen Obsthöfe. Hier betreibt die Familie Mattis seit mehr als 100 Jahren Landwirtschaft. Wilhelm Mattis ist Obstbauer in 5. Generation. Jetzt im Frühjahr haben sie hier alle Hände voll zu tun, denn die Obstbaumblüte entscheidet später über die Ernte. Na, Papa, bist du schon durch mit dem Mulchen? Nee, ganz noch nicht. Gemeinsam mit Tochter Carola prüft er an diesem Morgen, wie es den Bienen geht. Ja, das sind im Moment unsere wichtigsten Mitarbeiter. 20.000 Bienenvölker gibt es zurzeit im alten Land. 50 davon leben zur Blütezeit auf ihrem Obsthof. Was die Natur hervorbringt, das ist natürlich ganz toll. Und wenn die Bäume blühen und die Bienen fleißig sind und wir keine Nachtfröste haben und die Bienen auch fliegen können, dann sichern wir schon mal die Blüte. Ob wir nachher was ernten können, ob die Kirschen verregnen oder die Äpfel verhageln, das wissen wir dann auch noch nicht. Aber wenn wir so tolles Wetter haben wie jetzt, dann sind wir schon mal sehr froh, dass uns die Natur so weit hilft. Carola ist gelernte Schiffsmaklerin. Vor 4 Jahren entschloss sie sich, in den elterlichen Betrieb mit einzusteigen. Die 31-Jährige will das Unternehmen mit eigenen Ideen, zum Beispiel Social Media, zukunftsfähig machen. Mein Papa wollte immer 2 Schritte nach vorne, mein Opa immer wieder 1 Schritt zurück. Und so haben sie sich in der Mitte getroffen. Und der Betrieb hat eine wahnsinnige Wandlung auch mitgemacht in den letzten 20 und 30 Jahren. Und zum Glück ist mein Papa genauso oder meine Eltern, dass sie sagen, hey, du hast da neue Ideen, auch sowas wie Instagram, dass man das einbindet, das ist irgendwie ganz klar. Und wir sind auch mittlerweile in Event-Location. Die Leute wollen das erleben, was wir jeden Tag hier fühlen und wie wir arbeiten, wir wollen das alles sehen. Und da sind die beiden zum Glück ganz offen für. Das sind jetzt die jungen Gala, ne? Ja. Wir haben die ja letztes Jahr alle mit Astfix runtergebunden. Die sind sehr gut gekommen, aber die sind teilweise noch zu lang. Also wenn diese jetzt hier oben tatsächlich Äpfel bekommen, dann hängen die Äste alle ab. Und deshalb müssen wir die jetzt ein bisschen stabilisieren. Guck mal, der wächst viel zu hoch. Der kommt weg. Da nehmen wir ihn ein Stück zurück. Da, den müssen wir nächstes Jahr sowieso wegnehmen, weil die zu tief sind. Aber so können wir dem Baum helfen, dass er gesund bleibt. Ja, 90% im Obstbau ist Handarbeit. Das ist auch unser Problem. Handarbeit ist das teuerste. Und diese Bäume werden 3-mal pro Jahr von Hand geschnitten. 20 Millionen Obstbäume. Alles von Hand. Es gibt einen Winterschnitt, Sommerschnitt und einen Ernteschnitt. Auf dem Obsthof der Familie Mattis stehen auf 20 Hektar Bäume mit Kernobst, Steinobst und Beerenobst, die von den 40 Mitarbeitern gepflegt werden müssen. Am Nachmittag. Na, Sie haben ja heute tolles Wetter im Gepäck. Wir fahren jetzt direkt in die Obstplantagen. Die Türen müssen alle zu während der Fahrt, sonst wird das kalt. Und während der Fahrt bitte nicht aufstehen, nicht aussteigen. Und keine Äpfel klauen. Obstbauer Wilhelm Mattis hat eine Touristenführung durch die Obstplantagen.
Die sind fast schon legendär im alten Land, denn sein sogenannter Obstexpress ist Marke Eigenbau. Für ihn ist das aber nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern vor allem Aufklärungsarbeit. Hier im alten Land gibt es über 12.000 Hektar Obst. Und das Areal, was wir jetzt eben abgefahren haben, das waren gut 6 Hektar. Hier im alten Land heißt das, Eier kannst du schmeißen, Äpfel musst du legen. Und das ist ernst gemeint. Ein Kirschbaum, für unser menschliches Auge blüht er gut 3 Wochen. Für eine Biene ist der ein Tag interessant, nämlich dann, wenn der Baum in Vollblüte steht. Wenn alle Blüten auf sind, der ganze Baum schneeweiß leuchtet, an dem Tag fliegen die Bienen da rein. Jeder denkt, so ein Baum wächst von alleine, die Äpfel fallen von selbst in die Kiste und werden für teures Geld verkauft. Was da alles zugehört, wo weiß ein Laie ja gar nicht. Bei uns kommt Strom aus der Steckdose, Kuh ist lila und geerntet wird im Supermarkt. Wenn alles gut geht, sind hier auf dem Obsthof Mattis in einigen Wochen die ersten Kirschen reif für die Ernte. Nur ein paar Kilometer entfernt, der Ort York. Hier liegt der landwirtschaftliche Betrieb der Familie zum Felde. Neben dem Gemüse- und Obstanbau setzen sie hier auf einen weiteren Betriebszweig. Eier von Hühnern in Biohaltung. Vor ein paar Jahren hatte Heike zum Felde diese Idee. Die Hühner sind ihr ganzer Stolz. Hallo. Juhu, ich komm. Hallo. Seid ihr denn alle? Helga. Hallo. Oh ja, mich auch. Ich hab dich auch lieb. Eine Freundin von mir, die ist mit Löwenzahn zu den Hühnern gegangen und hat gesagt, das erste Huhn, das zu mir kommt und mir aus der Hand frisst, heißt Helga. Und dann kamen 50, 60 Hühner gleich an und seitdem heißen sie eben alle Helga. Ja, nur die Hähne heißen anders. Die Hühner genießen auf dem Hof im alten Land jede Menge Freiheit. 300 Helgas leben hier jeweils mit 6 Hähnen auf einem Hektar Obstplantage. Tagsüber draußen, nachts in mobilen Ställen. Die Geflügelhaltung lohnt sich für die Familie zum Felde mehrfach. Das Federvieh befreit die Flächen von Grünzeug und Schädlingen und es produziert außerdem bis zu 300 Eier am Tag. Nimmst du die Äpfel bitte mit? Die machen wir her. Soll ich den auch mitnehmen? Ja. Ja, jetzt, warte, lass mich mal erstmal eben da hinten. Ich streue da mal ein bisschen hin, dann können wir ein bisschen besser aus der Tür. Gemeinsam mit Ehemann Heinrich will Heike jetzt die Legeleistung bei dieser älteren Hühnergruppe überprüfen. Dass Hühner ursprünglich Waldtiere sind, wissen viele Menschen nicht. Das natürliche Leben, so wie sie es eigentlich in der Natur gewohnt sind, dass sie das so haben können. Ne? Das hält natürlich auch den Bestand gesünder und ist einfach schön mit Tieren. Diese Hühner sind jetzt fast ein Jahr alt. Ihre Leistungsfähigkeit lässt allmählich nach und sie legen weniger Eier. Ist auch schwierig. So, die Federn bleiben hier, dann haben wir die nicht in der Halle. Man hat so eine Beziehung nach einem Jahr. Ne? Und dann ist es wirklich auch so, dass ich mich von den Hühnern verabschiede am Abend vorher. Und dann am nächsten Tag bin ich weg. Das ist so die Vorstellung, die ist so, wie soll ich das sagen, so meine Helgas sind dann, ne? Die liegen dann woanders. Nämlich in der Gefriertruhe als Suppenhühner. Auch eine Einnahmequelle für den Familienbetrieb. Die Bio-Eier gehen vom Hof aus direkt in die Läden der Region. Das Ergebnis heute? 240 Eier immerhin. Damit sind sie noch zufrieden. Ich muss noch so ein bisschen weiter nach da rüber, dann können wir besser rum. Am Abend. Ankunft eines weiteren neuen Hühnermobils. Im Inneren? Junge Hennen und Hähne, alle gerade mal 4 Monate alt. Sie kommen von einem Zuchtbetrieb. Ja, so steht er auch schön gerade, Thies. Lass mal so stehen, dann kommt er vom Niveau auch hin. Mit Schwiegersohn Thies steht auch bei der Familie zum Felde die nächste Generation in den Startlöchern.
Thies hat Landwirt gelernt. Zusätzlich macht er gerade eine kaufmännische Ausbildung. So will er sich auf dem Hof eine Zukunft sichern. Wie wir sehen, die Tiere sind neugierig. Hier ist alles in Ordnung. Und genau, unsere 294 Hennen und unsere 6 Hähne, denen geht's gut. Alle sind wohlauf und ja, wir freuen uns. Die neuen Bewohner müssen sich jetzt erstmal an ihr neues Zuhause gewöhnen. In 2 Wochen dürfen sie dann zum ersten Mal raus an die frische Luft. Entlang schmucker Fachwerkhäuser schlängelt sich die Este durch das alte Land. Der Fluss ist eine Bundeswasserstraße, die bei Kranz in die Elbe mündet. Einst herrschte hier reger Schiffsverkehr, denn die Este war ein wichtiger Transportweg für Güter aller Art. Von der Hansestadt Buxtehude aus verschifften früher auch die Altländer Bauern ihr Obst über die Este. Im historischen Westfleet in der Altstadt von Buxtehude liegt ein Zeuge dieser Zeit vor Anker. Das 125 Jahre alte Segelfrachtschiff Margareta. Die Mitglieder vom Förderverein Buxtehuder Hafen und Este holten das Schiff 1987 zurück in seinen Heimathafen. Seitdem wird die Margareta nach und nach restauriert. Heute sollen wichtige Teile wieder an das Schiff angebracht werden. Klasse. Vorher letzter Anstrich am Ruderblatt. Die Farbe muss originalgetreu sein, so schreibt es der Denkmalschutz vor. Auch jüngere Leute aus dem alten Land machen mit. Einer von ihnen ist Jan Sauerwein, eigentlich Gastronom und Hobby-Tontechniker. Jan, mit welcher Seite fangen wir zuerst an? Backbordseite wohl, die wir als erstes, ne? Backbord, ja. Backbordseite und dann... Jörg Eisebraun ist für die Aktion heute verantwortlich. Ihr gemeinsames Ziel? Die Margareta soll eine Attraktion für Einheimische und Touristen werden. Diese Belegung sieht so aus, dass wir auf dem Emer eine Bühne aufbauen können, auf der Luke oder auf dem Floß, was man dann vorne hinlegt. Und dann kann da drauf eine Band spielen, dann gibt es Live-Musik. Und Jan stellt die Musikanlage zur Verfügung und steht dann an der Regie. Und irgendwann standen wir vor diesem wunderschönen Schiff und haben gesagt, Mensch, lass uns doch einfach aus dem Denkmal ein lebendiges Denkmal machen und die Gäste am Fleet hier auf beiden Seiten oder auf allen drei Seiten vielmehr erfreuen mit Live-Musik. Beim Buxtehuder Stadtfest im Sommer wollen sie das historische Schiff zur Bühne machen. Bis dahin soll es in neuem Glanz erstrahlen. Wenn ein Schiff 125 Jahre alt ist, dann stecken sehr viele Seelen in diesem Schiff drin. Und ich glaube, wenn das Schiff erzählen könnte, dann hätte es das eine oder andere zu erzählen. Zuerst kommen heute die restaurierten Seitenschwerter aus Holz wieder ans Schiff. Sie dienten früher der Stabilisation während der Fahrt. Uralte Schiffsbaukunst. Baupläne gibt's nicht, deshalb hatten sie für die Anbringung vorher Fotos gemacht. Wie viel Höhe haben? Wie viel über Wasser? Also über Wasser, im Moment sind es 5 cm. Reicht. Nein, das reicht nicht, weil das Ruderblatt noch dran kommt und das andere Seitenschwert und du hältst sie da raus. Wenn jetzt noch mehr Last an Bord kommt, das andere Seitenschwert und das Ruderblatt, und wir da eine Eventbühne aufgebaut haben, dann sackt das noch tiefer. Und wenn dann der Posaunenchor noch an Bord ist und da bläst, ja, dann kommt das noch. Deswegen haben wir das ein bisschen weiter rausgemacht, damit das Holz nicht im Fleet anfängt zu faulen. Ne? Jetzt müssen sie noch das alte Ruderblatt aus massivem Holz einhaken. Das ist Zentimeterarbeit und nicht ungefährlich. 300 Kilo wiegt das Teil. Punktlandung. Besser geht nicht. Das haben wir nicht gemacht. Ja. Besser geht 1A. Nicht. Das war 100%. Klasse. Prost.
Anstrengend war es gar nicht so sehr, aber es war spannend. Also es war wirklich, wenn man da unten steht und dann kommt so ein riesengroßes Ruder auf einen zugesaust, dann kriegt man doch ganz schön Respekt vor so einem großen Stück Holz. Für heute haben sie es geschafft. Bis zum Stadtfest gibt's für sie aber noch viel zu tun. Zehn Kilometer weiter in Estebrügge. Im alten Land sind Tiere zu Hause, die ihren Ursprung in Schottland haben. Galloways. Das Galloway ist eine der ältesten Fleischrinderrassen, robust und widerstandsfähig. Komm her, komm! Ja, prima! Komm mal her, komm! Ja, komm! Ernie, du auch, komm! Schon seit 40 Jahren... Decker ist gut, muss nicht so eine Welle machen hier. Hm? ...züchtet Wilhelm Brag die Rinder. Seine Herde ist mit 300 Tieren eine der größten bundesweit. Hallo, Püppi. Moin, Hajo! Moin! Was wollen wir denn machen? Womit müssen wir denn anfangen? Wilhelm Brag hat heute Besuch vom Tierarzt. Er soll untersuchen, wie viele der Kühe tragend sind. Denn jetzt im Frühjahr kommen die meisten Kälber zur Welt. Eigentlich. Wir haben dieses Jahr ein Problem, dass wir durch die heißen Sommer, die wir haben, dass der Bulle in der Zeit keine Lust hat zu arbeiten und die Kühe nicht bullen. Das heißt, sie nehmen nicht auf und dann verschiebt sich das nach hinten. Normalerweise haben wir um diese Zeit ist ungefähr 2/3 der Herde hat gekalbt und zurzeit ist es gerade mal 1/4. Ärgerlich. Tierarzt Hajo Fritze ist extra aus Cuxhaven angereist. Er hat selbst eine Hobbyzucht mit Galloways und betreut Wilhelmshof schon seit 12 Jahren. Es ist ja auch immer so ein bisschen speziell hier als Tierarzt, das mitzumachen und die Ruhe und Geduld auch zu haben für die Mutterkühe, weil die sind manchmal ja doch nicht so kooperativ und nicht so schnell zu erledigen, die Sachen, dass man sich ein bisschen Zeit nehmen muss. Wilhelm hofft auf viele trächtige Tiere, denn er lebt von der Zucht und der Vermarktung ihres Fleisches. Vor der Untersuchung müssen alle Kühe auf die Waage. Willst du einmal raufgehen? '109. Siehst du gar nicht nach aus. Das sind die Gummistiefel. Ja, würde ich auch sagen. Die erste Kuh ist im Gatter. Was wiegt sie? 508. 508. Hallo, treibst du mal ein bisschen? Für Wilhelm Brag wird es jetzt spannend. Komm her, komm. Ja. Na komm her, kannst raus. Komm, komm her. Das Ergebnis? Ja, die ist hochtragend, die kalbt in den nächsten 2 Tagen. Gut. 60 Kühe sind heute auf dem Prüfstand. Davon sind 3 so kleine Lieblinge von mir. Und normalerweise ist aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, ist es so, müsste man die Tiere dann auch gleich für den anderen Zweig, den wir in unserem Betrieb haben, nutzen. Nämlich für unseren Verkauf, unseren Hofladen. Aber dadurch, dass ich an diesen Tieren ein bisschen hänge, habe ich ihnen jetzt noch ein halbes Jahr eine Chance gegeben, tragend zu werden. Wenn sie das auch nicht genutzt haben, dann muss ich noch mal in mich gehen, was ich mit ihnen dann mache. Das weiß ich noch nicht. Komm, kannst rausgehen. Komm. Komm her, komm raus, komm. Die nächste. Ist aber eindeutig nicht tragend. Okay. Sie erwartet kein Kalb. Und diese Kandidatin? Ist 4 Monate tragend. Sieht schön. Gut sieht das aus mit dir. Das freut mich. Nach 2 Stunden ist Wilhelms Lieblingskuh Püppi an der Reihe. Sie wuchs ohne Mutter auf. Wilhelm hat sie mit der Flasche aufgezogen. So, komm, Püppi, geh zu. Komm, ja. Jetzt wird's spannend. Ich hoffe. Alles hoffen umsonst. Ja, ich glaube auch. Weil wir haben sie gestern von der Weide, sie war die letzten ganzen über den Winter mit einem Bullen zusammen. Und als wir sie gestern Abend herbrachten, kümmerte sich der neue Bulle sofort um sie. Ja. Und das war schon ein verdächtiges Zeichen. Nein, nicht tragend. Was nun? Ja, die behalte ich. Oh, dann kriege ich Stress. Wenn ich die schlachten würde, dann habe ich Stress. Püppi darf bleiben.
Komm mit raus, komm. Geh mal rum da, komm, geh mal raus. Geh mal zu deinen Mädels. Ja, geh mal hin. Geh mal rum, komm. Demnächst bringt Wilhelm Püppi und 30 weitere Galloway-Kühe auf die Insel Lühesand. Dann müssen die Vierbeiner mit der Fähre über die Elbe. Auf dem Hof der Familie zum Felde haben die jungen Hühner nach 2 Wochen heute das erste Mal Freigang. Hallo. Freigang. Es ist totenstill im Stall. Auch für Tochter Rieke immer wieder ein spannender Moment. Die Familie hat sich dazu versammelt. Heike, Ehemann Heinrich und auch Schwiegersohn Thies. Jetzt heißt es warten, bis der Erste sich raustraut und die anderen dann nachziehen. Und dann ins neue Zuhause. Dann, nach einer halben Stunde, ein Huhn traut sich. Ein Huhn müsste mal den Anfang machen. Nach einer Stunde endlich wagen die ersten Hühner den Sprung in die Freiheit und die anderen folgen. Alles gut. Ja, das ist ihr natürliches Leben. Ne? Das kennen die gar nicht anders. Und bin auch so immer wieder überrascht, wie selektiv die dann auch wirklich erstmal den Löwenzahn probieren und dann mal ein Stück Gras oder weiß nicht, was hier noch ein Hahnenfuß ist und so weiter und so fort. Und das probieren die alles aus und ne, die sind neugierige Hühner, ne? Kann man nicht anders sagen. 294 neue Freiland-Hellgas für Heike. Sommer. Im alten Land ist jetzt Zeit für die erste Obsternte des Jahres. Die Kirschen sind reif. Auf dem Obsthof Matthies haben sie 30 Sorten im Programm. Hallo Adrian. Hallo Petula. Na, gute Kirschen? Ja, wachsen. Wachsen gut. Ja. Kannst du mir eine geben? Dankeschön. Ja, super sehen die aus. Das Kernobst ist sehr empfindlich. Trotz bestmöglichem und kostspieligem Schutz durch das Zelt weiß Carola, die Ernte ist immer in Gefahr. Und wenn dann alles gut geklappt hat und das Wetter gut war, wir den Frost überstanden haben und die Bienen fleißig waren, dann ja, darf es nicht hageln oder regnen, weil dann ist so eine tolle Anlage hier die Ernte innerhalb von 30 Minuten komplett verloren. Ne? Wir sind wirklich erst sicher, wenn die Kirsche gepflückt ist. Also wirklich bis zur Nacht davor, bis zu dem Tag kann hier noch alles schief gehen. Doch ihre erste Sorte ist sicher geerntet. Das will Carola nun auch im Internet zeigen. Nächste Station bei der heutigen Qualitätskontrolle, das Lager. Carola misst hier die Größe mit der Kirschenschablone. Die ersten Früchte haben im Schnitt 3 cm Durchmesser. Das passt. Große Kirschen, das wollen ihre Kunden, sagt sie. Nächster Schritt. Nur die Perfekten kommen eine Runde weiter. Auch wieder alles Handarbeit. Und das wird halt alles just in time gemacht, ne? Die Ware wird morgens gepflückt, die wird hier vor Mittag noch sortiert und dann geht's direkt in den Hofladen. Also frischer geht's nicht. Ihr Obst vermarkten sie nicht nur über den Handel, sondern auch direkt im Hofladen mit eigenem Hofcafé. Hier finden übers Jahr viele Veranstaltungen statt, denn das Familienunternehmen lebt auch von den vielen Touristen, die das alte Land besuchen. Dann nehmen wir ein Stück Kirschkuchen. Ich nehme von der Kirschrolle. Ja, gerne. Ja. Bitte schön. Und mir geben Sie von dem Blechkuchenkirsch? Ja, gerne. Sie finden hier unter auch Tabletts. Ja. Ach so. Danke. Und 2 Becher Kaffee, bitte. Bekommen Sie auch. Herzlichen Dank. Bitte schön.
Wo war die Milch? Hinter Ihnen. Dankeschön. Also wenn die Kirschen am Baum hängen und wir können sie jetzt ja so wunderbar verarbeiten, man sieht sie auf jeder Torte und es ist einfach die Lieblingsfrucht so der Deutschen auch und wir freuen uns immer super, wenn es soweit ist. Für den Spätsommer plant Carola eine neue Veranstaltung auf dem Obsthof. Ja, mal zu. Alle Mann, komm. Ja. Wilhelm schickt heute einen Teil seiner Galloway-Gang auf eine Reise. Die gehen jetzt auf die Erholung, in die Erholung. Sie gehen auf eine Insel, können sie Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe gucken, haben gute Luft und gutes Gras. Zwei Trecker, 30 Robustrinder. Es geht über den Deich Richtung Fähre und dann über die Elbe auf die Insel Lühesand. Mahlzeit, Wilhelm. Moin, Holger. Grüß dich. Na? Moin. Hast du die Rindviecher wieder dabei? Ja. Mal wieder für den Sommer rüberbringen zu dir. Ja. Sie müssen sich beeilen, denn sie sind abhängig von der Tide in der Elbe. In anderthalb Stunden ist Ebbe und der Wasserstand wäre dann zu niedrig für die Fähre mit diesem Gewicht an Bord. Außer Inselfeeling und saftigem Grün hat der Aufenthalt der Galloways auf Lühesand noch einen weiteren wichtigen Grund. Ja, Naturschutz. Das ist eine Naturschutzfläche und sie machen Landschaftspflege und Naturschutz. Halten die Fläche offen und die Verbuschung bringen sie, setzen sie zurück. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Und vor allen Dingen, dass sie leckeres, schmackhaftes Fleisch erzeugen. Da ist Wilhelm ganz Landwirt und pragmatisch. Nach 10 Minuten Überfahrt Ankunft auf der Elbinsel Lühesand. Es gibt hier einen Campingplatz, sonst nichts. Die 124 Hektar große Insel besteht größtenteils aus Naturschutzfläche. Viel Platz für Wilhelms Galloways. Komm her, Mädels, komm! Prima macht ihr das! Jo, komm her, Schatz, komm! Jo. Bei so viel Idylle gerät selbst der 68-jährige Rinderzüchter Wilhelm ins Schwärmen. Ja, es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Also nicht nur für die Tiere, sondern auch für uns Menschen. Es ist toll, wenn man hier, da hinten haben wir eine Hütte, die war früher mal für den Nabu. Und wenn man sich da hinsetzt, und das ist wie Urlaub machen hier. Bis Oktober bleiben die Tiere hier. In der Zwischenzeit muss er regelmäßig schauen, ob sie alle da und gesund sind. In York auf dem Hof von Familie zum Felde werden seltsame Töne angeschlagen. Aus Folientunneln ertönt klassische Musik, Mozart. Das Publikum? Diese jungen Gemüsepflanzen. Nee. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie darüber. Ein Italiener hat 10 Jahre lang an dieser Studie gearbeitet und hat tatsächlich festgestellt, also im Weinbau, tatsächlich festgestellt, dass die Blätter sind kräftiger, größer, die Trauben sind größer und schmackhafter. Und also es ist nicht alles nur spooky, was ich hier mache. Mit Mozarts Unterstützung wagt Heike in diesem Jahr sogar ein Experiment. Das sind Auberginen. Und ich liebe diese Pflanze, weil die so wunderschöne Blüten hat. Und so, boah, das ist einfach Balsam für die Augen, auf diese Pflanzen zu gucken. Heike hofft, dass sich ihre Schützlinge gut entwickeln. Denn in 4 Wochen will sie ihren Hofladen mit dem Gemüse eröffnen.
Zurück in Buxtehude. Die historische Kleinstadt wurde 1363 Mitglied der Hanse und erlebte im Mittelalter seine Blütezeit. Das Stadtfest rückt näher für das 125 Jahre alte Schiff Margareta und die Mitglieder vom Förderverein. Doch es gibt Probleme. Wir tauschen jetzt die Vorleinen aus. Die sind dem Denkmalschutz zu weiß. Naja, früher war das Tauwerk tatsächlich nicht so weiß, wie man es heute bekommt. Man sieht auch schon am Material, das ist eher Nylon und das hier ist Natur. Ja. Sieht gut aus. Geht das so? Jo. Gut. Sonst haben wir auch noch den Rostlöser da. Okay, kannst du schon mal auf die gleiche Länge ziehen? Ein bisschen mehr Spannung. Ich mach das jetzt richtig? So rum. Jetzt gehen wir mal an Bord und gucken, was da im Einzelnen ist. Alles muss seine Ordnung haben. Eine Mitarbeiterin vom Denkmalschutz hat heute einen Kontrolltermin auf dem Schiff. Backbord-Seitenschwert. Das haben wir abgeschliffen. Wenn Sie auch damit einverstanden sind. Nee, können wir so festhalten. Gut. Prima gelaufen. Alles in Ordnung. Jetzt haben wir also die Vorleine ausgetauscht, so wie Sie das haben wollten. Ja, sehr schön. War das noch, was Sie konkret bemängelt haben? Ist ja nicht die Farbe, ne, oder? Ist nicht nur die Farbe, sondern auch das Material, weil wir natürlich versuchen wollen, bei dem Denkmal möglichst auch historisch korrekte Materialien zu verwenden. Und da ist jetzt so ein Tau natürlich viel schöner als ein Polyester- oder Kunststoffseil. So kann das Stadtfest kommen. Absolut super. Es wird sich gekümmert, es wird gepflegt, es wird gehegt, es wird auch präsentiert. Und es ist genau das, was wir auch wollen, dass die Denkmäler wirklich lebendig sind, dass sie erfahrbar sind, erlebbar. Und das ist hier gerade im Innenstadtbereich natürlich sehr schön. Bei den Obstbauern Mattis, 10 Kilometer entfernt im Alten Land. Carola hat Besuch vom Schnapsbrenner Arndt Wessel. Seit über 30 Jahren verarbeitet er das Obst aus dem Alten Land zu edlen Spirituosen. Gemeinsam mit ihm möchte Carola in diesem Jahr eine neue Idee umsetzen. Eine Gruppenradtour mit verschiedenen Programmpunkten. Ich habe mir jetzt so die Termine schon mal angeguckt und wir haben jetzt für den August-Termin schon zwei Gäste angenommen. Ja. Und das sind die Personen, über die wir noch sprechen wollen. Ja. Ansonsten für die beiden habe ich noch keine. Machen wir das erstmal so, wie du das hier geplant hast. Wir müssen uns nur echt Gedanken machen, wie wir Leute rankriegen. Und da müssen wir jetzt halt mehr auf Instagram machen. Ja, wir wollen halt beide das alte Land, die ganze Region toll darstellen, zu zeigen und attraktiv machen. Durch die Fahrradtour ist eben auch der schönste Teil so vom alten Land von uns nach Horneburg so mit drin und man kann noch mal viel sehen dabei. Also danach hat man schon vom alten Land einen guten Eindruck bekommen. Absolut spannend, weil es ist ja immer, man überlegt sich was und das ist ja nicht einfach nur so dahingesagt, sondern wir möchten ja auch gerne, dass das vernünftig wird. Wir möchten, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, weil dann kommen sie wieder. Und natürlich auch, wenn wir beide da Zeit investieren, dann muss das auch irgendwann mal so ein bisschen ins Laufen kommen. Im September soll die Radtour starten. In York auf dem Obsthof zum Felde dreht sich heute alles um eine ihrer Spezialitäten, die Birnen. Den kleinen Früchten will Vater Heinrich heute in puncto Wachstum auf die Sprünge helfen. Mit einem ganz speziellen Aufputschmittel, denn Chemie ist in dem Biobetrieb tabu. So, das ist jetzt das gestopfte Kuhhorn aus dem letzten Jahr. Zu Vollmond werden die vergraben im Herbst. Und dann liegen die den ganzen Winter und Herbst bis
Ostern rum und dann werden sie wieder ausgegraben. Und die Idee ist, dass die kosmischen Kräfte, die hier auf den Betrieb einwirken, sich in dem Horn und in dem Mistpräparat sammeln. Und deswegen ist das nachher, auch wenn das rauskommt, kein Mist mehr, sondern das ist ja fast wie Torf. Das verändert sich total. Ihre Betriebsphilosophie fußt auf den Theorien des Geistes- und Naturwissenschaftlers Rudolf Steiner. Und dann wird das gerührt. Und das rührt eben halt auch das, dass der am besten der Betriebsinhaber seine Energie mit den kosmischen Kräften vereint und dass das dann eben halt ein Präparat wird und nicht nur Wasser mit ein bisschen Mist. Eine Stunde lang muss Heinrich jetzt rühren, so schreibt es die Lehre vor. Bitte? Wie weit du bist? Ja, wir können schon mal anbauen. Ich bin hier bald fertig. Und dann, ja, wichtig ist dabei, das darf nicht so lange stehen. Ne? Wenn das gerührt ist, dann sollte das auch in den nächsten 2 Stunden ausgebracht werden. Ja, Rieke hat Gärtnerin mit Fachrichtung Obstbau gelernt. Sie ist inzwischen für die Produktion auf dem Obsthof verantwortlich und arbeitet mit ihrem Vater Hand in Hand. Interessant, neu und sicher auch aufregend, was da so für Auswirkungen sind. Und ich denke aber, so ein bisschen hinterstehen muss man schon, sonst macht man das umsonst. Vor mehr als 35 Jahren übernahm Heinrich den Obsthof von seinen Eltern. Geplant war das nicht. Also bis 18 habe ich immer gesagt, ich werde alles andere, aber nicht Bauer. Irgendwann, kurz vor meinem 18. Geburtstag, habe ich dann meinem Alten gesagt, besorg mir mal eine Lehrstelle. Und dann bin ich angefangen. Ja. Wollte ich eigentlich nie werden. Aber nun ist das so. Und doch infiziert worden, ne? Ja. Nicht so. Und nun machen wir das schon so lange, die nächste Generation an Start, und das ist das Schönste. Mit dem Kuhfladen Wassergebräu hoffen sie auf eine gute Birnenernte im Spätsommer. Galloway-Züchter Wilhelm ist mit der Fähre auf dem Weg nach Lühesand. Er will heute sehen, wie es seinen Tieren geht. Seit 4 Wochen leben die Rinder auf der Elbinsel quasi als Selbstversorger. Wir fahren jetzt in die Fläche rein. Ich bin gestern da gewesen. Gestern war es ja auch ein sehr, sehr heißer Tag. Und da bin ich über Mittag hier gewesen, da habe ich sie nicht gefunden. Das passiert halt, weil sie sich dann irgendwo in Schatten legen und dann findet man sie nicht. Deshalb fahren wir heute nochmal rüber und gucken jetzt nochmal nach, dass wir sie jetzt finden. Er hofft, dass er heute mehr Glück hat. Das ist A zur Kontrolle, da sind wir zu verpflichtet, nach dem Tierschutzgesetz. Aber der zweite Grund ist einfach, damit sie nicht verwildern. So viel weiter wollen wir aber auch nicht fahren, hier wird es jetzt feucht. Nicht, dass wir uns hier festfahren, da sind sie, da hinten laufen sie mal. Alles okay. Komm mal her, komm! Hallo, meine Kleinen. Komm mal her, komm! Jo, prima. Gut seht ihr aus. Wichtig ist einfach nur, dass die Tiere halt einen Schattenplatz haben, dass sie nicht in der prallen Sonne ausgesetzt sind. Wie man so sieht, gehen auch ein paar von denen in die Sonne, da haben sie kein Problem mit. Aber sie müssen halt Schattenplätze haben, das ist einfach wichtig. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. 3 Monate bleiben seine Tiere noch hier auf der Insel. Im alten Land wird Obst auf einer Fläche von 12.000 Hektar angebaut.
Der Obstanbau und die Schifffahrt, die Nähe zur Elbe und zur Großstadt Hamburg prägen das alte Land seit Jahrhunderten. In Buxtehude ist heute der große Tag für das 125 Jahre alte Frachtschiff Margarita und die Mitglieder vom Förderverein. Die Bühne ist fertig, oder? Alles fertig soweit, jawohl. Die Bühne ist fertig, gut. Ich bin gespannt, wie das alles aussieht, wenn aufgeräumt ist. Irgendwann ist ja aufgeräumt, ne? Dann sind die Kabel weg. Ein paar werden ja noch angeschlossen. Habt ihr schon einen Soundcheck gemacht? Nee. Wir müssen das Mischpult noch verkabeln. Das ist ja nicht auf dem Schiff, sondern auf der Terrasse. Das heißt, wir müssen gleich mit dem Floß einmal rüberfahren und noch zwei Kabel rüberziehen. Ja. Und dann können wir anfangen, die Anlage auszuprobieren. Jan und seine Mitstreiter sind seit 4 Tagen mit den Vorbereitungen in Gange. Auf der schwimmenden Bühne sollen später einige Bands Live-Musik spielen. Und das ist nicht ohne. Hobby-Tontechniker Jan muss die ganze Kabellage vom Schiff übers Wasser bringen. Weiß noch nicht, wo das Mischpult nachher genau steht. So ist gut. Ja, eine Bühne baut man ja jeden Tag auf dem Schiff auf. Jan, hast du die Farbe vom Kabel mit dem Denkmalschutz abgestimmt? Wahrscheinlich nicht, aber ist gut so, ne? Sieht gut aus. Dann der große Moment. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir eine Verbindung zur PA kriegen. 1, 2, hey. So, hörst du da was auf dem Lautsprecher? 1, 2, 1, 2, immer noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich verstehe es nicht. Der Ton kommt nicht auf dem Schiff an. Also 4 Tage. Dauerstress und es wird nicht weniger. In 3 Stunden findet die feierliche Stadtfesteröffnung statt. Hoffentlich funktioniert dann alles. In York will Bäuerin Heike heute zum ersten Mal ihr Gemüse aus den Folientunneln ernten und verkaufen. Das zarte Gemüse wurde nun 4 Wochen lang mit Mozartmusik beschallt. Es gab wirklich so in den letzten Wochen auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, wo wächst denn das alles hin? Ich komme da gar nicht hinterher. Und es war irgendwie so, dass ich immer so schon mit den Pflanzen gesprochen habe, ihr könnt euch Zeit lassen, ihr könnt euch Zeit lassen. Wie ist es wohl Ihren Auberginen ergangen? Das ist mein Experiment, das sind die Auberginen. Guck mal, ist sie nicht schön? Ich bin total begeistert. Begeisterung auch bei den ersten Kunden. Die erste Aubergine. Die erste Aubergine. Oh, die ist schon ganz schön groß, ne? Ja. Oh. Echt, die erste Aubergine? Ja, die erste Aubergine. Tja. Komm. Ja, ne? Wie eine echte Aubergine. Dann gebe ich euch noch mal eben ein Messer mit. Für den Fall. Ja, für den Fall der Fälle. Okay. Aber du weißt ja, wenn man keine ganz große Familie mehr zu versorgen hat, aber auf Qualität kommt es an. Ich hole mal das Messer. Genau. Und frischer geht's nicht. Heikes begehbarer Hofladen füllt sich. Für viele ihrer Kundinnen ist der Einkauf hier eine Art Event. Das ist einfach toll, auch das hier so zu erleben, das wie stimmt. Das so wächst. Ja. Ja, genau. Und mit wie viel Liebe das gemacht wird. Ja, echt. Und es hat einfach eine schöne Energie, dein Gemüse. Ja. Das ist so. Wir haben den Bovis-Wert ja. Am Dienstagabend beim Feuer ausgependelt. Ne? Mehr geht nicht. Nee, genau. Hier ist so viel Energie drin. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Es gab einen Herrn André Bovis und der hat festgestellt, dass alles, was lebt, hat eine Lebensenergie. Und die kann man eben messen. So wie man sonst vielleicht nach Grad misst oder nach irgendwelchen Einheiten, Bar oder so. Misst man das nach Bovis-Einheiten. So. Naturwissenschaftlich bewiesen ist das allerdings nicht. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. So, dass du ihn schön kompakt. Ja.
Jawohl, das ist alles. Geerntet. Ja, geerntet. Erfunden. Erntedankfest. Soll ich mal rechnen? Jetzt darfst du rechnen. Ich hatte ja nur das Portemonnaie im Auto gelassen. Okay. Bleibt die Frage, was kostet Heikes Mozart-Gemüse eigentlich? 20, 5, 6, 8. 8 Euro, meine Liebe. Du, darfst du haben. Ja, es läuft gut. Ich freue mich. Bisher, also bis auf zwei neue, waren alle letztes Jahr auch schon hier. In der Hansestadt Buxtehude ist es jetzt soweit. Auf dem Schiff eröffnet Jörg Eisebraun vom Förderverein das Stadtfest. Willkommen, meine liebe Margareta. Der vor 125 Jahren im Jahr 1897 gebaut wurde. Willkommen zum Start ins Jubiläumsjahr. Inzwischen hat Jan den Ton repariert. Doch die größte Herausforderung liegt noch vor ihm. Wir haben jetzt gleich einen kurzen Auftritt von zwei Künstlern auf der Bühne. Und dann wird es aber spannend, weil das ganze Equipment, das für alle Bands genutzt wird, muss größtenteils runter, denn da kommt ein Shantychor und das sind knapp 30 Leute. Und die nächste Band braucht das Equipment dann aber wieder. Also es muss ganz schnell runter, ganz schnell wieder rauf, alle Kabel wieder dahin, wo sie vorher waren, damit ich das nicht alles wieder neu ausmessen muss. Das wird gleich richtig Stress. Die Shanties spielen sich schon warm. Umbau für den 30-köpfigen Shanty-Chor. Ihr Auftritt ist das Highlight der Veranstaltung. Ist das die Entfernung zur iBox da? Ja. Bis dahin muss mein Kabel reichen. Das tut es. Okay, 6 Meter. Wolltest du dich hinsetzen oder? Ich stehe hier in der Mitte. Du stehst in der Mitte. Letzter Soundcheck. Okay, dann nochmal bitte. Es geht los. Lass dich nicht untergehen da. Allerdings ohne Trommel. Hoffentlich hat Hobby-Tontechniker Jan jetzt alles im Griff. Seine Technik funktioniert und ihr gemeinsamer Plan, die Altstadt von Buxtehude wiederzubeleben, geht erstmal auf. Ja, ich bin froh, dass die 35 Sänger vom Shantychor unbeschadet von der Bühne runter sind. Alles andere, was jetzt kommt, ist vergleichsweise entspannt und noch froher bin ich, dass niemand baden gegangen ist, bis auf eine Schlagzeugtrommel. September im Alten Land. Auf dem Obsthof der Familie Matisse bauen sie 40 verschiedene Sorten Äpfel an. Jetzt herrscht Hochbetrieb in der Apfelernte. Das wollen auch die Teilnehmer der neuen Gruppenradtour erleben, die heute zum ersten Mal unter dem Motto Faszination Apfel stattfindet. Deshalb Programmpunkt 1, mit dem Seniorchef auf dem Obstexpress durch die Plantagen. Danach Apfelverkostung mit der Juniorchefin Carola. Wir haben 4 verschiedene Sorten Äpfel mitgebracht und es ist doch immer ein großer Aha-Effekt dabei, wie unterschiedlich die Sorten schmecken können. Ja, und so schnell geht unsere Dreiviertelstunde auch schon vorbei. Also, ja, vielen Dank. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann würde ich einfach in deine Hände weitergeben. Ne? Zeit für eine Bilanz.
jede Saison ist natürlich immer wieder so ein bisschen herausfordernd. Man weiß nicht, was kommt, so womit hat man dieses Jahr zu kämpfen. Aber durchweg sind wir sehr zufrieden mit diesem Obstjahr und auch mit der Ernte, die wir jetzt ernten dürfen. Die Äpfel sehen grandios aus und wir haben viele Äpfel. Das ist einfach, dieses Jahr macht es richtig Spaß. Die Ernte, die neue Radtour, bis jetzt ein erfolgreiches Jahr für Familie Mattis. Für die Gästegruppe geht es jetzt mit dem Fahrrad 10 Kilometer weiter durchs alte Land zum nächsten Programmpunkt. Ankunft in Horneburg in der Schnapsbrennerei von Arndt Wessel und seiner Tochter Lea, der jüngsten Destillateurin Norddeutschlands. Moin zusammen. Hallo. Na, geht's euch gut? Danke. Ja, bald ja. Bald ja? Was bald? Ja. Bald auch. Bald auch. Ihr habt jedenfalls gute Laune mitgebracht. Natürlich. Ja. Also bisher war alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Jawohl. Bisschen ab von der Hauptstraße, sag ich mal. Ja. Schön durch die Obstbäume, schön über den Deich von der Lühe. Ganz toll, jawohl. Ja, schön. Dann startet Kascha gleich mit euch und ihr macht eine Tour durchs Gebäude. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht noch irgendwo was zu trinken gibt. Also viel Spaß. Viel Spaß. Gerne. Und am Ende des Ausflugs durchs alte Land gibt's natürlich Apfelschnaps. Wir nehmen noch mal einen kleinen Schluck von dem, was wir schon hatten, weil es so lecker war. Und wir den Geschmack verstärken. Aber nur für die, die kein Fahrzeug mehr fahren. Genau. Ich fahre sie gleich alle mit dem Transit nach Hause. Gute Idee. Genau. Zum Wohl. Obst, Radtour und Schnaps. Eine Kombination, die gut zu funktionieren scheint. Schmeckt gut, ne? Ja. Das ist wirklich gut. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Alles von der Tour durch den Obsthof zur Fahrradtour oder über die Fahrradtour und natürlich hier in der Brennerei ist natürlich der größte Ansporn. Ja. In York auf dem Obsthof der Familie zum Felde. Die mit dem Kuhmist-Wassergemisch behandelten Birnen sind tatsächlich was geworden. Tochter Rieke erntet das Obst jetzt täglich von morgens bis abends. Also das ist natürlich immer so ein Spiel, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und dass sie dann auch nicht zu reif ist, dass sie den Weg nicht mehr schafft bis zum Endkunden. Aber auch nicht zu früh, dass sie dann schon, natürlich soll sie schmecken. Und ja. Birnen sind ja auch am Anfang noch ein bisschen härter. Und dadurch sollte man schon immer den richtigen Zeitpunkt erwischen. Genau. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei Birnen, die Größe. Na, mein Dern, wie sieht's aus mit dem? Sind auch ein bisschen gerostet zum Teil, ne? Ja, gut. Ja. Achso, aber ja, das ist ja. Aber die haben noch eine gute Größe bekommen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Weil alle immer von Kochbirnen gesprochen haben, wenn es um Konferenz ging. Birnen müssen groß sein, weil die Leute kaufen gerne große Birnen. Also das ist so eine, kann ruhig noch größer sein. Das ist schon mal eine schöne Größe. Nach der Ernte bringt Rieke die Birnen ins Lager zur Kühlung, damit sie frisch bleiben. Während man darauf wartet, dass die dann wieder rauskommen können, hat man genug zwischendurch zu tun mit den anderen Äpfeln oder anderen Birnen. Also die Geduld, die man dann haben muss, merkt man nicht, wenn man schon wieder mit was anderem beschäftigt ist. Oktober. Galloway-Züchter Wilhelm holt seine Tiere nach 6 Monaten Aufenthalt von Lühesand ab. Könnt rausgehen. Komm her, komm. Ja, prima. Ja.
Die Tiere haben sich den Sommer über auf der Elbinsel gut entwickelt. Jo, gut gemacht. Jo. Alle wieder zu Hause. Doch dann ereilt Wilhelm noch ein kleiner Notfall. Ja, mein Nachbar hat mich eben gerade angerufen, dass wir haben noch zwei Kühe, die noch nicht gekalbt haben, beziehungsweise jetzt ist nur noch eine. Und das Kalb ist bei meinem Nachbarn in der Zwetschgenplantage. Ist durch den Zaun durchgerutscht und hat sich da schlafen gelegt. Und da müssen wir jetzt gleich mal hingehen. Ein frisch geborenes Kalb, durch den Zaun getrennt von seiner Mutter. Wilhelm muss jetzt schnell sein. Wenn das Kalb zu lange alleine ist, könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass die Mutter ihr eigenes Kalb nicht mehr erkennt. Hallo, mein Süßer. Na, wie geht's dir? Alles gut? Jo. Kleines Kerlchen. Hallo, meine Süße. Jo. Hallo, mein Schatz. Jo. Jo. Komm mal mit, komm. Jo. Ein gutes Zeichen, die Mutterkuh nähert sich. Ja, macht nichts. Die Mama geht ihm wieder rein. Geh mal zu, ihr zwei. Komm, geh mal zu. Wilhelm muss ruhig bleiben, damit das Kälbchen nicht in Panik gerät. Geschafft. Kuh und Kalb sind wieder vereint. Kleines Mädel. Wenn man sich die Nabelschnur anguckt, kann man sehen, ist heute Morgen geboren. Und wieder ein neues, gesundes Kalb für Wilhelm Brag. Mit insgesamt 80 Kälbern war das Jahr für ihn ein großer Erfolg. Nach fast 40 Jahren muss ich sagen, das war meine Erfüllung. Es ist wirklich so, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe. Und das ist nicht nur für mich eine Arbeit, sondern das ist eine Lebenseinstellung. In Heikes Folientunneln ist bis auf ein paar Tomaten alles abgeerntet. Dass wir so eine Ernte kriegen, da hat auch keiner mit gerechnet. Das war oder ist eigentlich so diese... Ja, ein Jahr voll, ein Jahr beruhigt sich ja der Baum, das nennen wir dann alternieren. Und, aber dieses Jahr ist mehr als 100% Ernte. Ne? Irgendwie zeigt die Natur und so, die macht doch, was sie will. Ne? Und das ist auch ganz schön. Die Obst- und Gemüsebauern, die Denkmalschützer und der Galloway-Züchter, sie alle prägen ihre Heimat, das alte Land, mit neuen Ideen.